Herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 2017, Part Nummer 21, hier am 14. Mai, der gleichbedeutend mit Muttertag steht. Und ja, allen Müttern, die hier natürlich zuschauen, weil sie so fußballbegeistert sind, alles Gute. Ansonsten, wenn ihr selber eine Mutter habt, dran denken, da mal wenigstens zu gratulieren. Ja, er könnte zur Not bestimmt auch Stürmer spielen, 7 Millionen Marktwert, und wir haben ihn eingekauft für Kleingeld, sagen wir mal, mit den 3 Millionen. Also da könnte man bei einem weiteren Verkauf sicherlich auch nochmal Geld machen. Aber erstmal wollen wir ihn natürlich behalten. Ist jetzt nicht so schlecht im linken Mittelfeld, wenn er die Position lernt, kann er Leon Bailey gut gefährlich werden. Und Bailey eventuell ab und an auch mal nach rechts gehen, mal gucken. 16,3 ist der Wert. Leckt mich fett. Ja, schauen wir einfach mal. Ab geht's ins Pokalspiel. Wenn euch die Folge gefallen sollte, Daumen nach oben oder ihr uns die Daumen drückt. Alles ist vorstellbar. Green mit dem 1:0 nach wenigen Minuten. Meine Intention ist natürlich jetzt noch schnell nachlegen, damit wir in der zweiten Halbzeit die Neuzugänge bringen können. Elias Overmars, ist das der von Marc Overmars? Das wäre krass. So, leider nur 1:0, damit ist das schwer, eigentlich die Neuzugänge richtig einzubinden. Schauen wir mal, Leon Bailey 3,5, da können wir durchaus Luan mal reinschnuppern lassen. Gerkens 3,5 und ansonsten Belfodil, der soll sich noch weiter dran gewöhnen. Heben wir uns einen Wechsel für Verletzungen auf. Pascal Groß mit dem 2:0 und wir können jetzt noch Ivar Fossum bringen. Groß auf die 6 ziehen. Genau, wunderbar. Einsatz rausnehmen, um ein paar Kräftchenkörner zu sparen. So. 3:0 Belfodil. Sehr schön. Vorlage Luan. Die beiden Neuen in der Kombo. Luan direkt mal mit einer Note 1,0. Kann man so machen. Da gewöhnt er sich sicherlich schneller an die neue Position. Und Elias Overmars ist Belgier. Also nicht der von Overmars. So, Auslosung. Viertelfinale. Roselar kenne ich überhaupt nicht. Scheint wohl der einfachste Gegner zu sein. Ich mache einfach mal schneller. Wir kriegen Royal Charleroi, auch noch machbar. Das, ja, ist machbar. So, Genkis feiern Heal Fakti, also alle Haraguchis. Luan wechselt für 4 Jahre zu KLC Genk. Ein langwieriger Verhandlungsmarathon geht damit zu Ende. KLC Genk kann sich über ein Schnäppchen freuen, da die Ablöse von 3 Millionen deutlich unter dem von Experten angenommenen Marktwert des Spielers anzusiedeln ist. Luan galt als das größte Talent von Gremio Porto. Sein Wechsel ist ein herber Verlust für den Verein. So, das ist deutlich zu wenig. Das auch. Wir hatten schon mal eben 1:9. Immerhin Pokalerfolg. Vielleicht gibt das ja nochmal einen kleinen Ruck. Knoche ist auch da. Ja, den ärgert das natürlich. Zusätzliches Budget. Und dann Get to Know Me. 71. 72, 73, 74, 72, 74, 73, das nach unten, aber es geht auch auf, dann haben wir das schon mal wenig sortiert und wir haben Montoya als Backup in der Innenverteidigung, der nochmal wertvoller ist als Castagne, damit können wir aber endgültig auch für 350.000 und einer kleinen Summe von 4,5 Montoya ziehen lassen. Machen damit nicht wirklich Gewinn, aber dann ist das halt so. So, hat natürlich direkt einen Interessenten, würde mich auch anders wundern. Ja, Fossum in der Formkrise, Bailey in der Formkrise, aber kriegen wir noch irgendwie ausgebügelt.
So, weiter geht's. Luan wirklich mit einer ersten starken Leistung, das ist genial. So, er ist direkt weg zu No, das passt. 4,9. Einmal können wir da noch verhandeln. Da gibt es wieder ein Plus. Strobel ist da, sehr geil. Damit haben wir schon mal einen Sechser. Team ready to give up. Strobel. So, Knoche. Kann der die Sprache? Kann er. Strobel kann dann demzufolge die Sprache auch. Kann auch in der Innenverteidigung aushelfen. Also unsere Sechser wirklich sehr flexibel. 75, 75, 75, 74 und 73. Bisschen Offensivfähigkeiten dazu gewinnen wäre nicht schlecht, denn das können unsere Sechser bisher noch nicht so. Dafür macht Platz. Ja, Kastanie, ne? So viele Innenverteidiger brauchen wir da nicht. Chor rückt erstmal raus. Der wäre ja eh gesperrt oder auch nicht. Ist der schon wieder nicht mehr gesperrt? Ist ablösefrei gekommen. Dann probiere ich ihn gerade auch noch zu verkaufen. Aber geht noch nicht. Wann ist er denn gekommen? Ich glaube, ich habe jetzt gerade erst seinen Vertrag verlängert. Ne? Deswegen geht das noch nicht. Da halten wir mal im Auge. So. ...4,9, das ist zu wenig. Da brechen wir die Verhandlungen ab. So, ein Didi war dabei. Da ist irgendwer... Kabasele ist gewechselt. So, Bailey geht raus. Luan kommt rein. Kastanje ersetzt ihn und Bailey bleibt erstmal auf der Bank. 5 Millionen ist eigentlich ein bisschen wenig, Kollegen. Aber naja, geht er für 5 Millionen weg? Akzeptieren wir halt einfach. Gekauft haben wir ihn ja für weniger. 4 Millionen Gewinn gemacht, das ist absolut okay. Müssen wir uns für einen Sechser entscheiden. 6,5, 2 Millionen haben wir noch. Ich glaube, wir brauchen aber 4, ne? Ja. Wir könnten theoretisch beide kriegen, hätten dann aber kein Geld mehr. Ist natürlich nicht schlimm, wenn wir eh im Winter sind, aber so viele Sechser brauchen wir auch gar nicht. Dann würde ich sagen, streichen wir... Ja, eigentlich würde ich Rudi streichen, weil der unrealistischer ist. Aber der passt besser zu uns. Wir streichen Vogt, mit dem kann ich eh nicht so viel anfangen und kümmern uns um Rudi. So, ihm sagen wir auch mal, dass wir ihn wollen. Kabasele für 2 Millionen zu Birmingham. Und ja. So, der wird jetzt von Luan angeleitet, sollte dadurch auch schneller stärker werden.
Torwart passt, Innenverteidiger passt auch, wobei wir könnten Knoche fast schon zum Debüt verhelfen, aber der passt von der Form her noch nicht. So reicht ja, wenn erstmal der gute Strobel sein Debüt gibt. So, Belfodil im Sturm mit seinem ersten Ligaspiel für uns, genauso wie Konaté, also einige Debüts heute. Und dann gehen wir direkt rein in die Partie. Gegen Mouscron sollte natürlich ein Sieg her. Gerade mit den beiden neuen Stürmern, die wir haben. Aber wir liegen erstmal hinten, nur durch ein Eigentor kommen wir zurück. Aber gegen Mouscron, Jungs, ey, wir sollten das schon gewinnen, ne? Auch wenn wir viele neue haben, die sich erstmal finden müssen. Konaté mit 5,5, das ist nicht so berauschend. Der muss sich jetzt irgendwie durchkämpfen. So, komm schon, das gibt's nicht. Nur ein Unentschieden, ey, das ist doch nicht zu fassen. Ach, Leute, was ist denn momentan? Da steckt der Wurm drin. 10 Punkte Rückstand schon Richtung Sulte Waregem und das ist eigentlich ein Skandal. Das wird uns nicht gerecht, Freunde. Das wird uns nicht gerecht. Das ist zu viel. Das ist viel zu viel. Da geht es noch nicht aufwärts. Den kriegen wir so schnell auch nicht eingeholt, den Rückstand. Diego Simeone vor Entlassung. Dele Alli wechselt zu Manchester United für 62,5 Millionen. Moussa Dembélé für 13 Millionen. Carlos Tevez für 11 Millionen nochmal nach Europa. Ja, und dann kommen wir hier schon mit Luan. 3 Millionen. So, die 5 Millionen haben wir ja gesagt, nehmen wir jetzt an. Damit wir uns schnell unseren Stürmer kaufen können. 4 Millionen für Berahino wären auch okay. Der wäre dann unser zweiter Stürmer und Belfodil wird dann zum Ersatzstürmer. So, Giuliano hätte Bock. Wäre eigentlich auch Stammspieler auf rechts, würde ich sagen. So, bei Abstieg darf er schon gehen. Ich glaube, das können wir versprechen, weil absteigen werden wir nicht. You only got one life. So, 5000. 50.000. Hui, Giuliano wird schon schwer. Was soll es denn erst bei den Dings geben? 4 Millionen für Peter Gerkens. Lehne ich einfach mal ab, weil ich denke, der kann noch mehr. So, da haben wir schon die 5 Millionen durch den Bombo eingenommen. Können uns jetzt also noch um unseren letzten Mann Rudi kümmern. 3,5. So, und das war's dann mit Transfers. Die beiden Spiele nehme ich jetzt hier noch mit in den Part rein, dann sind es wieder ein paar mehr, aber das sollte kein Thema sein. So, Giuliano braucht ein bisschen mehr. 2-2, reicht das schon oder lehnt er dann ab? Wenn er ablehnt, müssen wir eventuell einen neuen rechten Mittelfeldspieler suchen.
So, Konaté. Du musst aber spielen. Wir können hier uns nicht leisten, dich noch rauszunehmen. Ihr müsst jetzt auch mit Formkrise spielen. Ich kann es nicht ändern. So, noch hat keiner abgesagt. Das ist gut. Sollten trotzdem schon mal einen in der Hinterhand haben, der im rechten Mittelfeld spielen kann. Christian Clemens wäre dann nicht so die beste Lösung. Aber immerhin noch ein Backup. So Jungs, auch wenn ihr Formkrisen habt, beißt euch mal in den Arsch, das gibt's doch nicht. Das sind alles schlagbare Gegner, ey. Was ist denn los? Was stimmt mit euch nicht? Gottverdammte Hacke, ey. Nehmt vor allen Dingen mal die Zweikämpfe an, ey. Das gibt es nicht. Konaté 1-0 und da ist schon wieder der Ausgleich. Denn immerhin sieht die Frische ein bisschen besser aus. Strobel spielt aktuell nicht ganz so gut. Boyata mit der Gelben ist mir auch ein bisschen gefährlich. Und den letzten Wechsel heben wir uns wieder auf. Belfodil hat die Führung geknipst. Bailey mit Gelb kommt auch nochmal raus. Ah, Sotiris Nines! Moussa Konaté mit der Führung. Wir spielen gegen Royal Charleroi. Ach ja, das ist ja das Pokalspiel. Ja, wir haben gewonnen. Mehr Krampf als sonst was. Pokalspiele können wir, aber... Ich dachte gerade schon, das wäre ein Ligaspiel und wir hätten wieder unnötig den... Ja, gegen Brügge. Die momentan alles zerschießen. Schade, wird also auch ein Pokalsieg scheinbar nichts. Eieiei, Freunde. Gegen Brügge das Ligaspiel nehme ich auch noch mit rein, wenn wir das jetzt auch verlieren, was zu erwarten ist beim Tabellenführer, der gut drauf ist. Sieht es in der Liga verdammt schlecht aus für uns. Das wäre jetzt nicht so nice, ne? So, bei ihm können wir deutlich runtergehen, Gott sei Dank. Die Abstiegsklausel reinhauen wir mit rein, um noch ein bisschen Geld zu sparen. Aber dann müsste der Vertrag eigentlich rund sein und hoffentlich passen. So, hier die 200.000. Zack, ab geht's. Meister werden wir eh nicht. Das gibt wieder Plus, aber ich glaube, Berahino kommt nicht rechtzeitig vor dem Ligaspiel zu uns. Leider Gottes. Können wir 2-4 zahlen? Können wir. Komm, die 2-4 musst du annehmen, Junge. Wer ist damit unser Topverdiener? Berahino ist da. Geil. Damit wäre Castagne raus. Fossum oben. Die beiden Flügelspieler nachher hier. Gerkens nehmen wir noch mit raus. Genau. Gerkens kommt aber rein, weil Fossum schwächelt. Chor kommt rein, weil er formstark ist. Berahino für Belfodil. So, dem stellen wir natürlich auch noch optimal ein. Sprache kann er. 75, 70 und hier oben hat man eine 69 bei Flanken.
schon ein runder Stürmer. Also nicht rund in Form von Ailton rund, sondern in dem, was er kann. So. Dit machen wir auch noch. Das wollte ich ja eben schon machen. Passt halt auch nicht mehr ins System. Kriegen wir noch einen guten Innenverteidiger, der ins System passt. Nicht Zentrum, sondern beste Position. Nicht wirklich. So, das sieht doch gut aus. 8 Millionen haben wir noch. 6 geben wir gerade aus, sind 2 Millionen plus vielleicht 4 Millionen, die wir dazu bekommen, wären wieder 6 Millionen. Ist der Kader immer noch eng besetzt, dünn besetzt? Aber wir haben Zeit, uns zu finden und dann nächstes Jahr durchzustarten. Dieses Jahr müssen wir klar sehen, müssen wir einfach zugeben, wird dann nichts mehr. Nicht mal annähernd irgendwas. So. Erstmal die ganzen Zugänge hier begrüßen. Waren doch einige die letzten Wochen. Habe ich letzte Woche vielleicht auch vergessen, die Spielergespräche zu machen? Das scheint mir fast so. So, Luan. So, dann sieht das Ganze doch positiver aus. 75, der kann auch langsam kommen. Muss natürlich die Position noch näher lernen, aber das, die Zeit hat er. Würde ich sagen, guck mal noch das Brügge-Spiel an. Hier vielleicht irgendwie ein Überraschungssieg landen. Dann wäre man in der Liga wenigstens halbwegs dabei, aber ihr seht, Brügge ist einfach zu mächtig. Die gehen richtig steil die Saison, die schießen uns richtig ab. Celle Vossen ist einfach ein Stürmer, den wir so noch nicht haben. Und das, obwohl unser Torwart schon eine 1,0 hat. Also ohne den Torwart wäre es scheinbar noch höher. Kein gutes Zeichen, Freunde. Dann geht es darum, jetzt nochmal Spielpraxis zu vermitteln. Luan für den eh schwachen Leon Bailey und Pascal Groß. Belfodil. Das war einfach nichts. Die Brügger sind einfach zu stark. Belfodil darf noch seinen Treffer schießen, aber das ist nur Ergebniskosmetik. Nichts wirklich Gefährliches. Und dafür sieht es in der Liga jetzt ganz, ganz bitter aus. Wenn wir Pech haben, rutscht man da auch noch raus. 11 Punkte hinter Sulte Waregem. Das ist hart. Das ist richtig hart. Brügge und Anderlecht sind durch. Zu was auch immer die schon durch sind. Wie gesagt, ich blicke durch das Ligasystem irgendwie noch nicht durch. Aufgestiegen sind sie nicht. Ich glaube, ist das hier die Meisterrunde? Ach, keine Ahnung. So, das ist eindeutig zu wenig. Das ist zu wenig. Verschenken will ich den jetzt auch nicht. Der ist noch zur Not ein guter Backup in der Innenverteidigung. Aber wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, den anzubieten. Dann müsste ich vielleicht auch noch mal ganz kurz gucken, dass er wieder in die erste Mannschaft kommt, weil sonst verliert er nämlich an Wert. Wenn wir die 4 Millionen nicht annähernd kriegen, dann bleibt er halt
Ich sehe da keine Not drin, den zu verkaufen. Das war nur ein nettes Goodie. Das ist noch alles zu wenig. Rudi könnte noch kommen. Wäre wichtig, wenn wir den noch bekämen. So, 2 Millionen. Sind wir momentan zu krass über dem Budget, ernsthaft? 1,8. Ach, komm schon. Jetzt kriegen wir Rudi nicht, weil... Oh, nee. Ich kann doch kein Budget mehr drauf tun. Scheiße. Ach, komm schon, das ist doch jetzt scheiße. Wie kriege ich denn jetzt das Geld fürs Budget? Fuck, verpokert, wieder mal, ey, es ist zum Kotzen. Kriegen beide nicht. Das ist doch echt ärgerlich. Keinen rechten Mittelfeldspieler mehr bekommen, das ist schade. So. Und jetzt schon das Halbfinalspiel wieder gegen Brügge. Ernsthaft, das gibt doch so auf die Fresse in der nächsten Folge. Uiuiui. Wir haben die Mannschaft ordentlich verstärkt. Rudi verlängert seinen Vertrag. Toll, den hätten wir bekommen. Den hätten wir sowas von günstig bekommen. Das ist einfach nur bitter. Ey, manchmal hasse ich dieses Spiel dafür, dass es so scheiße ist. Klar kann man jetzt sagen, ja, war meine Schuld, ne, mit dem... Ich hätte ja mit dem Gehaltsbudget, das hätte ich eher im Auge behalten können, aber es ist einfach... Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ach Mann, ey. Leck mir doch da Zuckerli, das gibt nicht. So, dann suchen wir wenigstens Neuzugänge fürs neue Jahr raus. Zack, alle. Fangen wir mit Torhütern an. Weniger als ein Jahr. Kein Interessanter dabei. Dann Rechtsverteidiger, den wir eh nicht brauchen. Ah, vielleicht kann ja einer zur Not irgendwas Sinnvolles spielen. Sieht aber nicht danach aus. So, Innenverteidiger, wen haben wir da? Auch keinen, der mich interessiert. Auf der 6 ist nun auch ein Dings nicht mehr vorhanden.
Am ehesten würde mich noch Lovric interessieren, den man verleihen könnte. Der ein günstiges Talent wäre, das man dann, wie gesagt, verleiht und später dann stärker zurückbekommt. So, Ligaspielbonus 800. Alles pfeifen, ey. So. Ja, im rechten Mittelfeld hätte man durchaus was tun können. Jetzt ist der auch nicht mehr. Doch, Clemens ist noch da. Der war das ja, glaube ich, ne? Dann versuchen wir uns den für nächstes Jahr zu holen, um Green abzulösen. Nationalspieler kriegen wir, glaube ich, aus dir nicht gemacht. 1 Million. 3 Jahre passt. So. Christian Clemens. Kevin Vogt wäre auch ein guter ablösefreier Transfer. Auch wenn er die 6 noch nicht so beherrscht. Nachdem Rudi ja gescheitert ist. Ich denke mal, dass uns auf der 6 dann auch einige verlassen werden. Aufgrund guter Angebote. Nicht, weil ich sie nicht mehr haben will. Aktuell gefallen mir alle 6er, die wir haben. Quaison, Salalim können wir uns schon mal sichern. Ebenfalls Talent verleihen. Und dann gucken, dass er besser wird. Hole ich mir ja eigentlich immer, wisst ihr ja. Ich mag den Kerl einfach so ein bisschen Gnabry-Verschnitt. Bei Arsenal nicht gepackt. Woanders könnte er aufblühen. So, hier würde ich sagen 25.000. Eigentlich ein bisschen viel für den, aber naja. Was weiß ich schon. Salalim, Leimer. Der ist ja Neuzugang bei RB Leipzig im Gespräch. Als Neuzugang bei Leipzig. Und ich weiß, der Part ist lang. Aber ich hoffe, es lohnt sich, da jetzt schon frühzeitig meine Energien reinzustecken und Transfers zu sichern. Großes Talent, komm, wenn wir den ablösefrei holen können, dann sollten wir uns da auch mal bemühen. Bin zwar kein großer Fan von ihm, aber muss ich ja nicht immer sein. Könnten mich ja auch mal Spiele einfach so überraschen. Und mal neue Spiele ausprobieren. So, 2,5. 2,5. Hier noch ein bisschen Gehalt aufstocken, 750.000, zack, absenden, weiter, nächste Position. So, ich denke mal, aus dem Sturm wird es auf demselben hinauslaufen, den wir uns immer holen, nämlich Solanke. Aber wenn er verfügbar ist, ne, warum nicht? Auch verleihen und dann besser machen. Vielleicht geht auch Belfodil, man weiß es nie. Wenn er bei uns nicht zündet und ein halbwegs solides Angebot kommt, kann er ja auch wieder gehen.
25. Hier muss der auch nochmal deutlich runter, Junge. Wäre schön, wenn du so oft triffst, aber... So, das wären die Transfers, die ich dann angehen würde. Und ja, würde ich sagen, machen wir schnell noch die Taktik gleich für das Gangspiel im Pokal. Wie ich mich freue. Strobel hat Chor wieder den Rang abgelaufen. Knoche ist besser als Boyata. Capino im Form hoch. Dann lassen wir den gerade noch spielen. Und ja. Jelle Fossen. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben geben, Kommentar schreiben mit euren Wunschtransfers. 8 Millionen haben wir noch übrig gehabt. Ja, wir haben noch so ein paar Probleme auf den Außenbahnen, wenn da gerade Bailey nicht spielt, aber da muss man ja auch sagen, irgendwann kommt ein richtig gutes Angebot für Bailey rein, das wir nicht ablehnen können. Und wenn da so ein Angebot von 40 Millionen kommt, dann muss ich das einfach annehmen. Und deswegen braucht man da auch Ersatz. Das hier sind eigentlich alles bis auf Clemens und Vogt eher so Perspektivspieler, die wir wieder verleihen. Also auch nichts Großes, was dazu kommt. Also... Haut in die Kommentare schon jetzt eure Transfers für die nächste Saison, damit ich darauf Rücksicht nehmen kann. Denn wie gesagt, ich produziere im Voraus und deswegen jetzt raushauen, damit ich es dann rechtzeitig lese. Ich danke fürs Zuschauen. Schreibt auch in die Kommentare, welchen Spieler ich auf jeden Fall behalten soll. Wer eurer Meinung nach weg kann, wer nicht so gut hier reinpasst. Ich bin gespannt und schau mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. Gern auch bei den Leihspielern schreiben, welche Spieler... ihr da zurückhaben wollt oder wer nach der Leihe direkt verkauft werden kann. Sive Schrievers würde ich gern behalten, genauso wie Verbiest, aber den Torwart Verbiest. Bei Heinen muss man mal schauen. Fabrizio Linga wird keine Chance haben, sich durchzusetzen. Seferovic hoffe ich, dass die Kaufoption ziehen, glaube es aber nicht. Ja, Fosu Mensah, da freue ich mich drauf, wenn wir den wieder haben. Hat jetzt aktuell schon 3 Punkte dazu gewonnen in der Stärke. Also wird geil und ich hoffe, ein paar werden davon gekauft, um noch ein paar finanzielle Mittel loszumachen. Also danke fürs Zuschauen, in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt. In die Videobeschreibung gucken für Links, die zu meinem Kanal sind, die zu anderen Sachen von mir sind, wenn ihr da mehr wissen wollt. Meine Twitter-Seite, Instagram-Seite, mein Podcast auf iTunes und so weiter und so fort. Mein Zweitkanal, wo ich andere Spiele spiele, die nichts mit Fußball zu tun haben. Und natürlich auch viele weitere Links wie Twitter, Facebook und meine Homepage. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, Abo da lassen und nun bis zum nächsten Part. Ciao! I'm Balut.